Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 mit meinem Team hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben ein bisschen Glück gehabt im Pokal-Viertelfinale gegen Basel. Hier sehen wir es gerade, Hachi erzielt einen Doppelpack, genau. Wir mussten in die Verlängerung 3-0 geführt, Blödsinn 3-1 geführt und dann aber ein 3-3 gekriegt in der letzten Minute. Das hat uns dann in die Verlängerung gezwungen. Ja, und da haben wir dann doch noch gewonnen. So, wir gehen mal ins Büro und schauen, der Herr... Stergiu, hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Nee, das stimmt nicht, du bist einfach nur noch dritte Wahl. Nee, zweite Wahl, sorry. Versichern, jawohl, das ist okay. Er macht das gut, würde ich auch sagen. So, wir haben folgende Situation. Wir spielen gegen Luzern oder spielten oder würden. Ich gehe mal schnell zum Wochenplan. Der gute Gell hat noch geschrieben, wir sind jetzt eigentlich... Oh, da haben wir die Champions League danach. Halleluja. Gegen Villarreal, das Hinspiel, auswärts. Jo, da würde ich aber Luzern noch schnell mitnehmen, dass wir das dann als nächstes machen, damit wir hier noch ein bisschen schonen können, machen und tun und testen. Der gute Gelle hat geschrieben, wir sind jetzt eigentlich in der Lage, tatsächlich sogar von Bayern München Spieler zu kaufen. Wir gehen mal schnell gucken. Wir haben 44 Millionen Transferbudget. Wir haben gesagt, wir verkaufen wahrscheinlich Xaver Ende Saison wieder, nicht nur wieder um die 70. Wir verkaufen vielleicht nochmal irgendeinen, dann haben wir 100 Millionen wieder. Ja, und dann könnte man das wahrscheinlich tatsächlich angehen, dass wir mal wirklich die besten Spieler holen. Oder die, ja, unter anderem besten. Okay, gut, dann machen wir jetzt Luzern. Und das machen wir aber mit einer fröhlichen B-Mannschaft. Entwicklung, ach, der Herr Schlager, okay. Dann werden wir den noch schnell bestätigen hier. Wir gehen mal schnell zu ihm. Und haben, zentraler Mittelfeldspieler muss ich da jetzt noch, da muss ich jetzt noch Dingens, genau, den hier. So, ja. Dann haben wir den mit 84. Er ist natürlich schon auch stark, so ist es nicht. Gut, sollen wir rein? Wir gehen rein. Jetzt, Trikot ist schon mal irgendwie Käse. Da können wir den Luzernern eher blau lassen und nehmen unser flockiges Rot. Mhm. Das würde soweit passen. Jetzt Teammanagement. Einmal rüber. So, den hier. Und dann beim Team werden wir jetzt ein bisschen durchmischen. Für den Herrn Hachi. Ja, da kommt Heisi, das ist klar. Für Herrn Cuisance hätte ich gern Sadilek. Ne, Kubo lassen wir. Vargas kommt noch raus. Hier kommt More rein. Und hier würde ich sagen, kommt Stergiu rein. Gut, das ist eigentlich einige. Wobei Herr Mbabu. Machen wir hier Asenio rein. Okay, dann hat er auch noch die Möglichkeit, sich ein bisschen auszuruhen. Weil Mbabu ist immer relativ schnell müde. Warum weiß ich auch nicht, es ist einfach so. Uiuiui, okay, Champions League Villarreal, da müssen wir dann tatsächlich fit sein. Das ist ganz klar. Wir wollen natürlich weiterkommen, logischerweise, aber jetzt ist erstmal Luzern. Hängt Fußballschuhe an den Nagel, der Herr Brabeck. Aha, okay, ein Luzerner. Haben wir eigentlich bei uns schon geguckt wegen den Verträgen? Ich glaube schon. Doch, doch, da müssen alle, die bleiben alle noch ein bisschen. Ja, ja, das haben wir geguckt. Müssen wir dann nächste Saison wieder machen. So, da wird auch gesungen in Luzern. Okay, das war mal die Alment früher. Da laufen sie ein, die Protagonisten. Mhm, okay. Gar nicht schlecht für Luzern. Wobei man muss fairerweise sagen, Luzern ist eine Mannschaft in der Realität, die haben auch Zuschauer. So ist es nicht. Das ist nicht, klingt jetzt böse. Aber das ist nicht, das sind nicht die Grasshoppers. Die hängen da immer ein bisschen hinterher. Oh, schönes Bild hier. Ist eher so Abendstimmung. Ja, mit 33 hängt er die Fußballschuhe an den Nagel. Okay, kann man machen. Genug verdient. Wobei, beim FC Luzern wirst du kaum reich. Aber ja, ein bisschen was verdient tut man natürlich in der Schweiz auch. So ist es nicht. Gut. Lasst uns reingehen. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. Nicht mit der A-Mannschaft, aber hoffentlich doch mit starken Leuten. Genug starken. Schön auf Heisi, aber Heisi läuft halt genau wieder in den Gegner rein. Ja, das ist unserer. Da ist Herr Elvedi auf dem Posten. Geht da gleich mal ein paar Meter mit. Ja, war gut im richtigen Moment abgespielt. Boah, das war gar nichts. War das Herr Vargas? Guten Morgen. Oh, hier ist einer ganz frei. Aber da ist Ziggy. Gut gemacht, gut geklärt. Allerdings ist da schon wieder ein Luzerner am Ball. Muss das jetzt so sein? Nein, eigentlich nicht. Köpf mal weg. Ja, so, jetzt mal Ruhe reinbringen. Das gefällt mir überhaupt nicht, was ich hier sehe. Gut gemacht von Elvedi.
Wie immer. Jawohl, jetzt läuft das Paarspiel. Gut gemacht von Take. Herrlicher Pass. Nein! Ja! Lasse Kühn. So, ich musste kurz mich konzentrieren. Ich konnte nichts sagen. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass er schön durchgegangen ist da außen. Lasse Kühn mit dem 1-0. Herrlich. Er trifft auch noch. Er hat schon länger nicht mehr getroffen, glaube ich. Könnte das sein? Da freut sich auch der neue Mann Xaver. Sehr gut. Und unsere Fankurve natürlich sowieso. Ja, schön gemacht hier. Zurückgelegt. Ja, und dann halt im zweiten Versuch. Da war zuerst noch ein Fremdfuß im Weg. So, einmal Batz und halt mitten ins Tor. Da hat er fast noch den Kameramann erledigt. Das war kaum das Ziel, aber eine Nebenwirkung. 1-0, das lässt sich gut an. Aber wir haben auch im Viertelfinale gegen Basel. Ja, sehr gut. Sadilek hier. Gut gespielt und führten relativ schnell hoch. Foul. Schiri, come on. Kein Foul, Vorteil wird da gegeben. Sadilek hat Zeit und Platz und Batz, jawohl. Okay, das geht eigentlich einfacher als gedacht. Ich glaube, mittlerweile sind sogar unsere Ersatzspieler, die sogenannten B-Spieler, halt so stark, dass sie tatsächlich ja, Luzern auch schon eigentlich überlegen sind. Oder ist das jetzt ein bisschen arrogant? Ja, er geht da halt ohne Probleme durch und schließt ohne Probleme ab. Aber eben, ich warne nochmal, gegen Basel haben wir 3-1 geführt und die haben nochmal ausgeglichen am Schluss. Wir dürfen keinen Einbruch erleben. So, das Gute ist natürlich, ja, zumindest in der Realität wäre es so, B-Spieler, die wollen natürlich in die Mannschaft, die wollen in die Startformation. Das heißt, die geben natürlich schon Stoff, die wollen sich zeigen. Jetzt geht es hier aber irgendwie schon wieder in eine Richtung, die mir nicht so gefällt. Aber gut zugemacht. Jawohl, oh fast. Jetzt. Jawohl, gut gemacht hier von unserem neuen Mann. Von Tacke. Ja, der ist schon stark. Schöne Drehung hier. Gut gemacht. Hier haben wir nämlich mehr Platz. Auf Heisi den Ball gelegt. Heisi geht da mal durch. Schöne Flanke. Aber zu nah aufs Tor. Schade. Aber soweit gut gemacht. Oh, da haben wir die Kugel wieder. Nochmal Heisi. Oh, da ist er zu. Da konnte jetzt aber nicht viel dafür. Was haben wir jetzt? Abseits wahrscheinlich. Mhm. Da heißt es schon ein Vogel irgendwie. Also einerseits schießt er teilweise wirklich Hammer-Tore, dann kann er sich wieder nicht vernünftig drehen. Da geht drauf. Jo, das... Ne, der kommt noch an. Müssen wir aufpassen. Oh, daneben. Ja, aber da haben wir ja Ziggy hinten noch. Also wenn dann irgendwie die Abwehr versagt... Oh, apropos. Aber die Abwürfe, die sind halt schon... nicht krisensicher. Haben wir, komm. Ui, tatsächlich, da kommt das Tor. Ich habe doch gerade noch gesagt, Leute. Da hatten sie zu viel Zeit und zu viel Platz. Ganz klar. Naja, noch ist nichts verloren. Oh, aber gut gemacht hier vom Luzerner. Ja, nicht, dass die jetzt hier in die Gänge kommen. Oh, oh, oh. Ja, es ist ja wohl nicht zu glauben. Innerhalb von 2 Minuten drehen sie. Ich hab's noch gesagt. Dabei hat sie zu gut angefangen. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, dass ich schon wieder irgendwie von wegen... Wir können ja mit der B-Mannschaft mittlerweile mit den Leuten. Ja, ja, können wir schon, aber dann passiert dann sowas. Es ist ja... Das ist ja ermüdend. Gibt's doch nicht. So, Raum, auch ein neuer Mann. Behauptet den Ball. Ah, Heisi hätte ihn fast schon wieder verloren, leider. Ja, hat nicht ganz geklappt. Gut gemacht von Lasse Kühn. Ja, geh mal durch. Da haben wir so nochmal hinten rum. Gut gemacht von Sadilek. Gut gedacht, schlecht gemacht, leider. Und da ist Pause. Ja, gibt es denn sowas? Vom 2-0 wieder zum 2-2. Es ist ja grauselig. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wer hier müde ist. Wer ist denn hier müde? Aber so bleibt es ein bisschen spannend. Ich meine, wenn wir hier 8-0 gewinnen, das bringt es ja auch nicht. Deswegen mache ich das ja auch so. Nein.
Nein, war ich tatsächlich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt einfach das Ganze schon klar haben. Satilek war eigentlich stark. Vielleicht Heisi raus, Hachi rein? Ja, machen wir es mal so. Okay, weil Heisi hat mich jetzt wieder nicht überzeugt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, er kommt irgendwie physisch, habe ich das Gefühl, nicht so in die Gänge. Nicht so wirklich. Oh, da bleibt Hacke hängen. Und da rutscht der Kollege dran vorbei. Ja, das war kein Foul. Ach, Schiri, come on. Ach nö, es ist ein Scherz. Echt jetzt? Das war doch kein Foul. Gelbe Karte für Stergiou. Ärgerlich. Gut gemacht. Oh, jetzt hätten wir Platz. Wenn hier der Kollege ein bisschen. Lässt sich den Ball nochmal wegnehmen. Ich wollte gerade sagen, wenn der ein bisschen Stoff gibt. Ja, da war dann doch einer noch dazwischen. Oh, gefährlich. Eine Flanke ins Strafraum rein auf den Kopf vom Luzerner. Also irgendwie ist seit irgendwie, ja doch jetzt wieder ein paar Minuten komplett der Wurm drin. Es fing eigentlich relativ gut an. Schöner Ball. Jawohl, gut gemacht von Take. Take kann das halt einfach. Oh, aber jetzt. Jawohl, Lasse mit dem Doppelpack. Wieder ein Abpraller. Schöner Konter. Da haben wir das 3 zu 2. Uiuiui. Ja gut, reagieren können wir. Das sehen wir auch. Also wenn es sein muss. Aber dieser Take, der ist ganz, ganz stark. Ja, der Schuss war ja auch gut. Ich glaube, das war Hachi. Und Lasse Kühn mit dem Abstauber. Muss aber auch erstmal reinkriegen. Da sind noch Füße im Weg und. Und trotzdem hat er es hingekriegt. Gut. Ja. Dieser Japaner, dieser Kuno, der gefällt mir extrem gut. Also ich glaube, das war ein sehr guter Kauf. Oh, da bin ich da eigentlich rangekommen. Jawohl, jetzt ist der Stergiou klärt. Oh, schön zwischendurch. Nein, nicht zu dem zurück. Das sollte ein Doppelpass werden. Hat hervorragend geklappt. Einmal zu viel gedrückt. Oh, Sadilek, im Ernst. Da ist der Ball verhungert. Ich glaube, man hat gesehen, wo der hin sollte. Gut, jetzt aber. Stark gemacht. Lasse Kühn geht. Ja, und holt immerhin eine Ecke raus. Viel mehr war da gar nicht zu erwarten eigentlich. Jetzt müssen wir bei den Ecken mal wieder irgendwie zuschlagen. Da haben wir schon länger irgendwie nicht mehr getroffen. Rüber, Sadilek, ne Blödsinn, das war Xaver, der darüber ballert. Auch im Nachfassen sozusagen. Schade, wen haben wir denn hier? Wer soll denn raus? Ich muss wahrscheinlich gucken, ist einer Hunde müde? Raum ist müde, Arsenio ist müde. Kühn ist müde, ich würde hier Raum vielleicht mal noch rausnehmen. Ne, aber nicht für Vargas. Sondern, wen haben wir hier denn noch? Friedrich, Cabral. Wenn man mal Montan da rein. Ist ein bisschen Wabonspiel, weil das ist sicher kein Verteidiger, aber im Endeffekt, ich möchte nicht, dass Raum dann in der Champions League irgendwie Probleme hat. Weil das ist definitiv wichtiger. Wir haben so viele Punkte Vorsprung in der Liga, wir können uns hier eigentlich eine Niederlage erlauben. Nur die wollen wir natürlich nicht, also da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Oh, eigentlich gut gemacht. Auch gut gemacht soweit. Nochmal hinten rum. Jawohl, stark. Von Xal, wie heißt denn der Mann? Xaube? Irgendwie sowas. Oh, das ist Kühn. Wäre eigentlich schneller. Da habe ich nochmal die Grätsche ausgepackt. Das könnte nochmal eine gelbe Karte geben. Oh! Ziggy! Oh nö! Ja, das gibt's doch nicht. Da ist der Ziggy rausgekommen. Jetzt machen sie noch das 3-3. Und wir kriegen wahrscheinlich annähernd noch eine gelbe Karte. Nehme ich an. Steht da was? Nö, eigentlich nicht. Oh, come on, 3-3. Warum machen wir alle Spiele so spannend? Wir müssen stärker sein. Gut hier, jawohl. Oh, das ist irgendwann ist es einer zu viel. Selbst für unseren Japaner. So, holt euch die Kugel. Oh, wieder ein guter Pass, aber da ist Ziggy dann dieses Mal da.
Also ich würde nicht mal sagen, das war ein Fehler von Ziggy vorher, gar nicht. Ach, da komme ich nicht vorbei. Das war ein klassischer Abwehrfehler. Ah, lauf rein. Was denn? Foul? Foul. Wahrscheinlich. Da reklamiert Hachi oder was abseits? Ui, das war sogar abseits. Ja, bringen wir mal Cuisance noch, dann kann er noch mal 3-4 Minuten. Ja, so wird wenigstens, ja nee, spannender wird sie nicht mehr, die Meisterschaft, aber. Also irgendwie gefällt es mir ja besser, wenn wir jetzt wirklich alles komplett dominieren würden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das natürlich nicht mit der Absicht hier, sondern die Luzerner sind einfach tatsächlich relativ stark. Das ist ja gar nicht Ziggy. Vorher habe ich doch tatsächlich schon wieder Ziggy gelobt, obwohl es nicht Ziggy war. Guter Ball. Steil. Ach, und dann ist dann Luzerner. Im Ernst jetzt. Da wird der Ball jongliert. Das bringt auch nichts. Wir haben die Kugel nochmal. Letzte Chance, würde ich sagen. Jo! Nein, wo köpft er denn hin? Was war das denn? Eieiei. Uiuiui, wo hat er denn jetzt hingeköpft? Ja, also dieses 3-3. Wir buchen das mal ab unter Hauptprobe für die Champions League fehlgeschlagen, würde ich sagen. Das war nichts. Aber immerhin ein Doppelpack von Lasse Kühn. Der ist also in Form. Das ist natürlich auch etwas Gutes. Das ist ein Zeichen, sage ich jetzt einfach mal. Dass er in der Champions League dann hoffentlich entsprechend gut spielt. Ja. Okay, da haben wir es. Achtelfinale. Champions League, Villarreal gegen Eise FC. Das wird das nächste Spiel sein. Das seht ihr, wenn alles gut geht. Morgen Sonntag. Stimmt das überhaupt? Ja, morgen Sonntag. Also falls ihr das jetzt hier aktuell guckt. Ja, ich bin gespannt, was wir da machen. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis auf Sie zum nächsten Mal. Tschüss.